Wenn ihr länger schon jetzt eingeloggt gewesen seid oder später nochmal diesen schwarzen Bildschirm am Anfang anguckt, dann seht ihr das da oder hört ihr, dass ich mich da mit Spiritualität und Wissenschaft beschäftigt habe. Es ist auch wieder sowas, um die Leute zu vertreiben, weil die Leute, die wissenschaftlich sind, also mehr so einen Wissenschaftsanspruch haben, für die ist dann das Eingehen auf alleine schon Buddhismus schon zu esoterisch. Oder zumindest das mal anzugucken, was auch in magischen Klamotten erwähnt wird und so, ist dann schon wieder zu unwissenschaftlich. Und für die Leute, die Wissenschaft quasi nicht vermengt haben wollen mit ihrem Spiritualitätsansatz, die sind dann auch wieder weg. Also das ist ein sehr schmaler Bereich von Leuten, die beides mal akzeptieren. Die sagen, ich möchte erst im stillen Sitzen eine Grundlage schaffen, dass ich über mich selber Bescheid weiß, bevor ich mich in irgendwelche visualisierten Welten begebe. Unabhängig davon, ob das vielleicht wirklich Traumwelten sind, die uns verbinden und so weiter. Das heißt nicht, dass man die Fantasie negiert, wenn man sie Wissenschaftler nimmt. Bloß ich halte nichts davon, wenn ich etwas wissenschaftlich beschreiben kann, das dann in so einem Fluffy Variante Esoterik unterzubringen. Weil dann vergeht mir die Chance auf eine Stufe. Ne, zu sagen, okay, das sind Sachen, die können wir wissenschaftlich belegen, die haben quasi Hand und Fuß. Und andere Sachen, da weiß ich, da gibt es vielleicht keine wissenschaftlichen Gegenbeweise, aber hier bewegen wir uns in außerhalb des Mainstreams, wo Wissenschaft schon vielleicht tätig ist, aber erst nur vereinzelt in diese Richtung zeigt. Oder ich weiß eben, wo, das ist ein Bereich, das ist außerhalb jeglicher wissenschaftlichen Betrachtung, aber ich beschäftige mich trotzdem damit. Das ist ja das Besondere. Und wenn ich wirklich Sachen, die man wissenschaftlich erklären kann, bereits in so einem Huhuhu lasse, dann kenne ich nicht den Unterschied. Und das scheint, also in den traditionellen Ländern, also Japan, China und Sri Lanka und so, also wo Meditation schon länger anwesend ist in der Kultur, gibt es eine größere Akzeptanz dafür. Und wenn man den Buddhismus richtig anguckt, also es gibt so eine Strömung des säkulären Buddhismus, aber ihr könnt bei mir auf dem Kanal die Sutta mit Bhadhyā finden, wo der Buddha selbst gesagt hat, das muss ständig überprüft werden, ihr sollt nicht mir nur glauben, nicht nur Schriften und so weiter, ne, sondern ihr sollt selber immer weiser werden und euer Urteilsvermögen langsam weiterentwickeln. Darum geht es eigentlich. Also besonders ist bei mir wirklich Wissenschaft und Spiritualität zusammenkommen zu lassen, ohne, also dass beide zusammen mehr werden und nicht das eine das andere zerdrückt. Ne? Fantasie sollte da sein. Und Wissenschaft sollte Sachen erklären, die sie erklären kann. Warum denn nicht? Und kann vielleicht sogar mit diesem spirituellen Ansatz Sachen entdecken, die man der Wissenschaft geben kann zum Überprüfen. Also die aus wissenschaftlicher Sicht durchaus interessant sind, untersucht zu werden. Also zum Beispiel bei, dann höre ich auch schon wieder auf für heute, dann sitzen wir mal rum. Zum Beispiel diese an vielen verschiedenen Stellen auf über den ganzen Planeten verteilten magischen Fähigkeiten.
Eine davon ist zum Beispiel levitieren, schweben. Wenn das ginge, dann würde ich das gerne wissenschaftlich untersuchen. Dann möchte ich erstmal nachweisen, ja, das sind Leute, die können wirklich schweben. Unglaublich. Ist doch toll. Ne? Aber dann auch Scharlatanen quasi auch das Handwerk zu legen, wenn es einfach Schwachsinn ist. Und ich finde das schon gut. Ne? Aber zu sagen, wow, das ist wirklich schweben. Interessant. Was passiert da? Also das wäre toll. Und vieles für mich deutet in so eine Richtung, also wenn man dann die Grundlage der Achtsamkeit gelegt hat, ne, im stillen Sitzen, Selbsterkenntnis, immer feiner, was passiert da in mir? Es kommt auch nochmal in der Folge, in späteren Folgen dran. Ne, was ist da wissenschaftlich belegt für unglaublich viele Kommunikationsmöglichkeiten im Körper gibt, unter Zellen, mit Zellen, Organen und so weiter. Ja, viel mehr, als man sich normalerweise vorstellt, bereits belegt. Und das langsam immer mehr in sich wirklich zu erfahren. Das ist der Weg. Erstmal erfahren wir, Körper zur Ruhe kommen lassen, den Geist, der Körper, wie er da atmet. Und wenn dann schon so ein zufriedenes, subtiles Lächeln entsteht, ist schon super Belohnung, und dieses innere Lächeln kann man sogar im Alltag kultivieren, was wir machen. Lasst uns einfach mal für 5 Minuten in Stille sitzen mit den geschlossenen Augen, um wirklich auch diese Interpretationstätigkeit des Gehirns quasi ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen. Dann durchaus durch den Körper zu gehen. Also ich nehme oft am Anfang irgendwelche Körpererfahrungen, also ich drücke meine Hand ein wenig, den Fuß. Und auf angenehme Art und Weise die Körperempfindung in den Vordergrund kommen zu lassen. Aufmerksamkeit einmal durch den ganzen Körper wandern zu lassen, um festzustellen, muss ich mich anders hinsetzen? Wie geht es mir jetzt? Und freundlich, aufmerksam und gelassen zu sein mit dem, was auch immer da auftaucht. Nicht ignorant, nicht ich will das nicht, es soll anders sein, sondern eben festzustellen, was ist denn da? Und dann weise damit umgehen. Erst auf körperlicher Ebene. Dann diese Gefühlsgeschichte eben aus der Anapanasati Sutta oder Satipatthana Sutta. Also nur diese drei Richtungen, positiv, negativ oder neutral. Und dann was ist für eine Stimmung des Geistes gerade anwesend? Was erzählt er so? Oder ist er ruhig? Ja. Und in sich verweilen, zufrieden mit dem, was da ist, sein. Also wenn ihr alarmierende Geschichten habt, dann müsst ihr eben auch dementsprechend reagieren. Also könnt ihr nicht
irgendwelche lebensbedrohlichen Geschichten aussitzen. Oder wenn ihr merkt, sitze sonst nie auf der Erde, jetzt sitze ich nur zum Meditieren auf der Erde, mir tut alles weh, dann ist es legitim, auch mitten in der Meditation festzustellen, das ist Unsinn. Ich muss jetzt nicht fürs Meditieren so eine neue Körperform einüben. Dann meditiere ich im Sitzen, im Stuhl, das, was ich kenne. Sind nicht weise, das ist noch nicht mal schlau, sich dann zu malträtieren. Aber wenn da nicht sowas ist, dann nehme ich mit, nehme ich wahr, was da ist. Ist der Körper und der Geist zu Frieden, zur Ruhe kommen. Nur der atmende Körper da überbleibt, die Empfindungen darum. Und dann für eine Minute mal einfach zu genießen, vielleicht so das innere Lächeln zu genießen. Und dann ganz langsam öffnet wieder eure Augen. 6 Minuten in Stille sitzen. Es ist nicht immer wohltuend. Manchmal schon. Wunderbar. Manchmal nicht, auch wunderbar, dann haben wir was zu lernen. Mit dem Rain-Prinzip. Auf der Wiese hat jemand, der auch meditiert, gesagt, ab und zu würde er in Meditation sitzen und Däumchen drehen. Und das wäre auch okay. Dann habe ich gesagt, nee. Also Däumchen drehen an sich ist auch okay, aber nicht, wenn ich das als Meditation betrachte. Besonders weil Däumchen drehen, das fällt leicht, das dann einfach sein zu lassen. Zu sagen, nee, ich wollte jetzt in Stille sitzen. Ich wollte jetzt nicht Däumchen drehen. Wenn ich zum Beispiel diesem hier folge und nebenbei stricke, dann ist das insofern okay, weil ich ja innere Ruhe in mir wahrnehme. Das ist auch okay. Aber es ist nicht stilles Sitzen. Ja? Also stricken, Däumchen drehen, wenn ihr das wollt und dem hier folgen. Ist das okay? Aber wenn es darum geht, innere Ruhe im stillen Sitzen quasi zu lernen,
diese freundlich aufmerksame Gelassenheit langsam zu kultivieren, dann sollte man das Däumchen drehen, zur Ruhe kommen lassen und wenn es um stille Sitzen und Stricken geht, eben zu sagen, okay, jetzt das ist stilles Sitzen, Strickzeug zur Seite, wenigstens für die 6 Minuten eben, und sich darauf einzulassen, wirklich, wirklich darauf einzulassen, was jetzt in euch ist. Also sich nicht ablenken. Es gibt genug Ablenkung. Ja? Man kann das ja feststellen und zu sagen, nee, das ist jetzt nichts, aber dieses, nee, das ist jetzt nichts, ist bereits etwas, worüber man lernt. Ne? Man nimmt sich eben vor, zu sitzen, in dem Fall jetzt 5 oder 6 Minuten, und sagt, nee, ich möchte jetzt wirklich mal auf meinen Körper achten, auf meinen Geist, auf diese Gefühle. Und wenn man dann merkt, wow, nee, ist mir langweilig, das ist bereits eins der Hindernisse. Oder zum Beispiel zu merken, oh, es tut mir alles weh, obwohl ich jetzt zum Beispiel, ich bin gewohnt, auf der Erde zu sitzen. Oder wenn ihr im Stuhl sitzt, in der Position, die ihr schon kennt, die für euch nicht unüblich ist, und ihr merkt, oh, es tut mir alles weh. Nach 5 Minuten dann zu merken, wenn dann quasi die Sitzung vorbei ist, dass der Schmerz auf einmal weg ist. Ihr sitzt genauso. Das wird interessant. Also mitzukriegen, diese inneren Gefühle, wie mächtig die sind. Ja, Langeweile, ich will hier weg. Und dann wirklich Schmerzen entstehen. Ja, Verkrampfung, ich will weg. Und wenn dann die Glocke in eurem Fall, ne, kommt, Meditation zu Ende, bang, Verkrampfung weg. Da fängt man an, über sich zu lernen. Und das, was man da lernt, hilft einem auch im Alltag. Ja, weil so eine Verkrampfung ist Stress. Und wenn ich da eingeübt habe, darauf zu achten, dann kann ich durch den Tag mit weniger Stress im Laufe der Jahre, im Laufe der Jahre mit weniger Stress kommen. Und dann werde ich in dem, was ich tue, effektiver, es geht mir besser. Stressmodus ist eben kein Reparaturmodus, sondern der ist für kurzzeitig, wenn er länger da bleibt, Burnout und andere tiefergehende Krankheiten können dabei entstehen, ne? Weil ich dann einübe, immer in diesem Stressmodus zu sein. Kann ich nicht richtig verdauen, mein Körper regeneriert sich nicht richtig und so weiter. Und denken kann ich auch nicht richtig. Deswegen ist diese Richtung inneres Lächeln so wichtig, dass ich mitkriege, oh, es geht mir ganz gut, oh, da gibt es eine Aufgabe, die kann ich easy erledigen, fertig. Ja, ich werde echt effektiver und ich bin gesünder. Eine Richtung, ein paar Nebeneffekte. Okay, das soll es für heute schon wieder gewesen sein.